Tag auch und willkommen zur dritten Folge von Let's Play Mystic Quest Legend. Es wird Zeit, erstmals den Fokusturm zu betreten und den ersten Abschnitt der Weltkarte hinter uns zu lassen. Wir befinden uns hier im Vorhof, Keller 1. Oh, was hier links auffällt, achtet man da drauf. Hier ist an der rechten Seite der Wand kein Schatten, wie man es an den anderen Wänden hier sehen kann. Das heißt, es ist ein Geheimgang, da können wir abkürzen. Und hier wartet der Opa vom Intro auf uns. Suche nach Phobia auf dem Weg nach Aquaria. Ein Fragezeichen trifft es. Wer ist Phobia? Warum sollen wir nach ihr suchen? Danke für die Info. Er ist immer sehr knapp angebunden. So, jetzt sind wir hier mal drin. Erste Etage. Hier oben ist eine Sackgasse. Gucken wir mal hier rechts rüber. Erstmal zur Kiste. 10 Bomben, okay. Rechts noch was. Auch eine Sackgasse. So, ich stelle mich mal kurz in die Mitte. Wie man jetzt ganz gut sehen kann, gibt es hier 4 verschiedenfarbige Türen. Um die zu öffnen, braucht man Münzen. Bisher haben wir erst die Sandmünze und kriegen deshalb nur die linke auf. Aber ich kann gerne mal gucken, was passiert, wenn man versucht, durch eine andere zu gehen. Da kommt nicht mal eine Meldung, dass man irgendwie einen Gegenstand braucht, um durchzukommen. Schade. Dann machen wir hier mal auf. Offen. Schön, fürs Offensichtliche gibt es extra noch eine Textnachricht. Schönen Dank. Gucken wir mal kurz rechts rüber. Na, nee, da ist nichts mehr. Okay, dann geht's hier hoch. Zweite Etage, rechts sehen wir eine Kiste. Da kommen wir jetzt leider noch nicht ran. Brauchen wir erst die anderen Münzen für, um die Zugänge dazu zu öffnen. Kann man die Dinger hier nicht verschieben? Nee. An die Kiste kommen wir ran, einmal rübergesprungen und was ist drin? Der Feuerfluch. Noch eine Kiste, also in dem Turm gibt es einiges, was man erbeuten kann. Mehr können wir aber leider nicht machen. Und das war's auch schon erstmal wieder mit dem Fokusturm. Jetzt sind wir hier im zweiten Abschnitt, der ist verschneit und eisig. Das Schlachtfeld mache ich noch nicht, da hätte ich lieber gerne erst noch ein zweites Gruppenmitglied. Weiter als bis zum Libra-Tempel kommen wir noch nicht, also gehen wir hier erstmal rein. Hier ist ein komisches Symbol auf dem Fußboden, das ist eine Teleportplattform. Da brauchen wir erst noch einen Gegenstand für, um das nutzen zu können, den haben wir noch nicht. Mehr Bomben und dann quatschen wir mit ihr hier. Hi! Es ist so traurig. Aquaria ist zugefroren, die Leute sind krank, Opa ist gefangen. Warte, kennst du jemanden namens Spencer? Warum? Er ist mein Opa. Ach was, ich bin gerade auf dem Weg zu ihm. Wollen wir ihn befreien? Das schaffen wir nie, lass mich gehen. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Phobia aus Aquaria. Ach was, du bist Phobia? Dann komme ich mit dir. Interessant, diesmal hat sie keine Wahl, sonst haben wir keine Wahl mit den Leuten, die sich uns anschließen. Gut, mit ihrem Gepäck, sie ist Stufe 15, hat einen Arsch voll Lebensenergie und ist mit einer Klaue ausgerüstet, kümmern wir uns dann mal hier um das Schlachtfeld. Makrowichter heißen die hier, Giftzwerge hatten wir vorher, die hatten die gleiche Zeichnung, nur in anderen Farben. Das wird uns noch öfter in dem Spiel passieren, dass wir Gegner sehen, die wir theoretisch schon kennen, einfach nur in anderen Farben, da waren sie hier nicht so kreativ. Phobia kriegt einen alleine kalt. Wir leider noch nicht. Medusa-Blick, was macht das denn? Oh, verwirrt. Das ist, glaube ich, nicht so gut, das könnte dann sein, dass wir uns selbst verletzen. Monster besiegt. 210 Erfahrungspunkte, viel mehr als vorher ist es auch nicht. Reich werden wir immer noch nicht. 9 Kämpfe noch über. Da fällt mir was anderes ein. Wir können uns mal Phobia angucken. Was hat nicht für Zauber dabei? Gar nicht mal so wenig. Den Kraftzauber hat sie. Heilzauber ist wieder Heiltrank. Lebenszauber. Den Feuerfluch, den wir auch gerade gefunden haben, hat sie. Und noch die Donneraura, einen kosmischen. Wenn man da unten hinguckt, 21, 10 und 5, die kann auch gar nicht mal wenig zaubern. Das finde ich gar nicht schlecht. Ich werde die Zaubersprüche dann im letzten Kampf demonstrieren und dann dahin schneiden. Einmal kurz zum vorletzten Kampf, weil wir haben ja 2 neue Zauber, die wir noch nicht kennen. Hier zeige ich einmal kurz den Feuerfluch und im nächsten dann den kosmischen Zauber von Phobia. Und wie angekündigt, hier einmal die Donneraura. Die macht schon ganz schön viel Schaden im Vergleich zum Feuerfluch. So, alle Monster ausgelöscht. Was gibt's hier? Fast 100 Erfahrungspunkte. Aufgestiegen sind wir bisher leider nicht. Noch ein Schlachtfeld, dann wollen wir mal. Kröten kennen wir ja auch schon. Hier sind es aber jetzt Arsenkröten. Ich
schwerer Treffer. Ich hätte und die widerstehen. Jetzt hätte ich gerne mal gewusst, ob Phobia ohne schweren Treffer auch so eine Kröte alleine platt kriegt. Wahrscheinlich ja. Körpergeruch. Lecker. Oh, er starrt. Sonst paralysiert genannt in anderen Rollenspielen. Mit der Bezeichnung waren sie da schon ein bisschen kreativer. Und der letzte Kampf. Was ich gerne mal testen möchte, ist, ob man die Zaubersprüche auch auf alle irgendwie raufhauen kann. Ja, muss ich nach oben für drücken. Okay. Mit der kosmischen verhält sich das genauso gut. Ich meine, es gibt einige Zaubersprüche, die gehen nur auf alle. So wie die Bombe zum Beispiel. Die geht, glaube ich, immer nur auf alle Gegner, die da sind. Und es gibt Zauber, die gehen auch nur auf Einzelziele. Bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher. So, alle Monster ausgelöscht. Was gibt's? 300 Goldmünzen. Weiter zum nächsten Schlachtfeld. Und hier befinden wir uns im letzten Kampf. Auf dem Schlachtfeld gibt es auch wieder neue Gegner. Höllenstachel heißen die. Da nehmen wir ruhig mal die Bomben. Weil selbst unsere Begleiterin, wie sonst war, war ja mal unser Zweitcharakter in der Lage, jeden Gegner mit einem Schlag platt zu kriegen, von Bossen mal abgesehen. Aber Phobia schafft's, weil die Viecher widerstehen, leider auch nicht, die mit einem Schlag tot zu hauen. Weg wieder von den Bomben, den Rest können wir so erledigen. So, alle ausgelöscht, wartet ihr mit hier? Narrenring. Dann gucken wir auch gleich mal rein. Kleidung. Links, genau. Narrenring hat jetzt 3 Abwehr und rechts sehen wir noch. Unten wollte ich jetzt fast sagen, aber wenn man von oben guckt in der unteren Reihe, wenn man so möchte. Neben Abwehr Gesamt 14 ist da jetzt so eine Sprechblase. Das heißt, wir können mit dem Narrenring nicht zum Schweigen gebracht werden. Ist es jetzt eigentlich die Summe aus allen, würde mich mal interessieren? 6 sind 11, sind 14? Nee, das heißt, die Nymphenträne wird nicht mehr mit eingerechnet. Immer nur das Aktuellste, was wir haben. Was ich zwar ein bisschen schwachsinnig finde, da man ja eigentlich einen Ring und auch ein Amulett tragen könnte. Aber was soll's. Dann gucken wir uns doch mal jetzt hier in der Stadt um. Aquaria. Alles zugefroren hier. Oh, es gibt hier doch einen Inn. War ich mir nicht mehr sicher. Hat der hier was zu erzählen? Bomben zu verkaufen. Hast du Interesse? Wie viele? Eine Bombe kostet 10? Brauchen wir nicht. Haben wir noch. Eine Übernachtung kostet 95 Goldmünzen. Das wird dir gut tun. Das ist, glaube ich, nicht gerade wenig, ne? Aber gute Idee. Oh, keine Animation, wie man ins Bett läuft, wie man es aus anderen Spielen kennt. Aber nicht so wichtig, dann sparen wir wenigstens Zeit. Finde ich jetzt nicht schlimm. Was mit dir hier? Brrr, es ist so kalt. Okay, hast du kein Zuhause? Ein bisschen teuer hier auf Dauer, würde ich sagen. Solange alle Heilkräuter eingefroren sind, kann ich keinen Krafttrank mixen. Nur nicht so wichtig, davon haben wir auch genug. Gehen wir mal links rüber. Bisschen schneller bitte. Da steht die Tür offen. Sehr einladend. Phobias Haus. Phobia, wo ist Spencer gefangen? In einem Eistunnel direkt unter uns. Der Tunnel ist beim Graben eingestürzt. Können wir das Eis nicht schmelzen? Nur mit dem Feuerwasser aus der Quelle des Lebens. Wir brauchen aber erst den Libra-Opal aus der Winterhöhle, um vom Libra-Tempel zur Quelle zu kommen. Das heißt also, wir müssen zuerst den Dings-Opal finden, richtig? Genau, in der Winterhöhle. Okay. Was gibt's denn bei dir Schönes noch? 3 Heiltränke. Hier ist gar keine Treppe nach unten in den Keller, weil sie sagt irgendwie eine Höhle hier drunter. Scheint man also nicht vom Haus aus erreichen zu können. Achso, wenn man jetzt das Haus anguckt, oben und rechts, da scheinen Eingänge zu sein. Da können wir gleich mal gucken. Da geht's nicht weiter. Ich vermisse wirklich eine Renntaste in dem Spiel, weil die Geschwindigkeit nicht gerade hoch ist. Gehen wir mal hier in die Mitte. Kann man aber das machen? Das kann man nicht abholzen, aber das immerhin. Nächstes Haus. Ja, geh weg da. Mach hinne. So, was hier los? Pluto-Helm zu verkaufen. Nur 200 Goldmünzen. Machen wir einen Deal? Ja, logisch. Pluto-Helm gekauft. Umtausch nur gegen Kassenbon. Hehe. Witzig. So, was macht der Helm? Hatten wir bisher noch keinen. Abwehrkraft 4 ist doch vernünftig. Sind wir schon bei 18. Da ist eine Treppe nach unten. Da gucken wir doch gleich mal runter. Wieder eine Teleportplattform. Wie gesagt, den Gegenstand dafür haben wir noch nicht. Gibt auch mehrere Gegenstände. Das Symbol hier war, glaube ich, auch anders als das, was wir vorhin im Libra-Tempel gesehen haben. Hier nochmal kurz geplündert.
Ambrosia gefunden. Es gibt Gegner, die können uns schwächen, dass wir weniger Schaden machen. Ich weiß nicht, ob es auch noch mehr gibt, so wie Abwehrkraft senken. Weg da mit dir. Gut, können wir rüberspringen. Und Ambrosia negiert das. Ja, kann man das so sagen. Jedenfalls werden die Effekte, wenn wir geschwächt sind, damit aufgehoben. Dann gucken wir doch gleich mal hier rein. Beziehungsweise hier runter. Auf dem Wasser können wir jetzt auch laufen. Auf dem Eis, da geht's nicht rein. Da auch nicht. Okay, also müssen wir die Stadt erst auftauen. Wasserfall hier ist auch gefroren. Da oben ist noch ein Durchgang, den gucken wir uns nochmal schnell an. Spring ist nicht schneller, ne? Ne, hält glaube ich eher sogar ein bisschen auf. Wer bist du denn? Oma ist schon seit Wochen erkältet. Das ist die wahrscheinlich im Gasthaus, ja? Okay, dann sind wir hier in Aquaria erstmal wieder durch. Raus hier und auf zur Winterhöhle ist das Ding, glaube ich. Erstmal haben wir hier noch ein Schlachtfeld, damit haben die sie hier wirklich nicht gegeizt. Und der letzte Kampf. Auf diesem Schlachtfeld haben wir auch schon wieder was Neues, und zwar Xenos heißen diese Igel. Ich gewöhne mich übrigens auch langsam an den Einsatz der Bomben, die sind gar nicht mal so unbrachbar, wie ich bisher dachte. Trotzdem erledigen wir die mit dem Feuerfluch, die Biester sind nämlich anfällig dagegen. Da steht's auch mal. Und ich finde die zweite Animation für die auch gar nicht schlecht, wo da in der Mitte quasi einmal zum Rasierer durchgefahren wurde. 6 Goldmünzen? Achso, ich dachte gerade, das wäre die ganze Belohnung. Nur wieder 99 Erfahrung. Aber nochmal aufgestiegen, Stufe 12. Gar nicht mal schlecht. Das dürfte dann jetzt die Winterhöhle sein. Jawohl, ich drehe erst nochmal um und laufe offscreen nach Forestar, weil wir dort kostenlos übernachten können. Apropos kostenlos, bei der Gelegenheit habe ich im Fokusturm auch gleich nochmal unseren Bombenbestand maximiert. Dann wird es jetzt Zeit, die Winterhöhle zu betreten. Erste Etage. Biegen wir mal nach links ab, da sehen wir schon eine Kiste. Vier Bomben. Naja, normalerweise wären es 10, aber mehr als 99 können wir nicht tragen und ich habe ja vorhin erst aufs Maximum aufgefüllt. Bisschen schmal hier der Gang, hier wird es wieder ein bisschen breiter. Links sehen wir eine Kiste. Da oben noch was? Nee, da ist Schicht. Die Würmer kennen wir, glaube ich, noch nicht hier in Blau. Blutegel. Sind gar keine Würmer. Gut, dann hauen wir den Bomben mal drauf und mit der Klaue. Oder auch nicht. Bomben treffen, glaube ich, immer. Ich meine, damit kann man nicht daneben hauen. Ja, blind war sie vorher auch schon. Wird sie richtig für bestraft, dass sie vorbeigehauen hat. Hier kommt schon ein bisschen Schaden rüber. Dann nehmen wir Magiemäuschen. Und zwar... machen ein Feuer. Die stecken schön den Kopf in den Sand. Reicht leider noch nicht. Knochenmüde klingt ja gut. Nach dem Kampf sollten wir unbedingt mal heilen. Ja, nimm die Bomben sicher, sicher nicht, dass Furia wieder daneben haut. Sie ist ja auch blind. Komisch, blind trifft sie schwer. So, flott geheilt. Nimm nicht Kleidung. Magie. Nimm den Lebenszauber, ist einfacher. Ach, dass er automatisch den Zauber nach einer Benutzung wieder abhielt, finde ich ein bisschen nervig. Heilzauber nochmal hinterher, um die Blindheit loszuwerden. Und dann können wir auch weiter. Kann man hier runterspringen? Ja, kann man. Die Katzenklaue hat uns gerettet. Dich, nicht uns. So kannst du sie auch benutzen. Katzenklaue erhalten. Besten Dank. Und sie hat jetzt einen Bogen. Nee, das ist jetzt nicht Kleidung, das sind Waffen. Klaue, Stärke 42. Axt ist stärker. Oh, Klaue ist die schwächste Waffe von uns. Die Bomben sind eigentlich gar nicht mal schlecht. Was macht der Bogen? 85! Wenn du das Ding die ganze Zeit hattest, Mann, warum benutzt du den denn nicht schon längst? Gott, ist die blöd. Dann, ja, dann benutzen wir mal die Klaue, um hier hochzukraxeln.
Was finden wir hier Schönes? Ein Heiltrank. Dann wieder hoch hier. Und da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Das kennen wir, glaube ich, auch noch nicht. Du greifst an, also Erstschlag. Trauergaul. Interessant. Dann... Ach komm, nehmen wir die Bomben. Amatitbogen? Oder was stand da gerade? Na, und schon kriegt sie die Gegner auch wieder mit einem Schlag platt. Zurück zur Axt, würde ich sagen. Oder wir testen dann selbst mal die Klaue an. Hau, hau, ja, ist völlig Wurst. Amatitbogen, nicht Amantit. Ich hätte doch die Axt nehmen sollen. Einmal gut durchgeschüttelt. Und dann nehmen wir die Axt wieder rein. Schwert haben wir ja nicht gesehen. Komm, nehmen wir das Schwert. Kommst du wahrscheinlich eh nicht mehr zu. Phobia ist schneller. Da können wir was sprengen. Gucken wir trotzdem nochmal erst rechts rüber. Und was gibt's hier Schönes? Drei Krafttränke. Dann sprengen wir den Puff mal auf hier. Hier ist gut was los. Das ist was Neues. Wie heißen die denn? Käferraucher. Käferraucher ist auch eine komische Bezeichnung. Als ob die Käfer rauchen würden, oder was? Wie sieht's denn hier mit der Klaue aus? Anfällig dagegen? Kommen wir wahrscheinlich nicht mehr zu. Schwere Treffer, jo. Bisher widerstehen ja alle immer nur der Klaue. Was hier oben noch? Das können wir auch nicht. Tornado-Amsel. Okay, wie so eine kleine Amsel sieht das Ding irgendwie nicht aus. Anfällig gegen den Bogen. Und die Klaue? Ganz normal. Oh, hat hier irgendwie noch so einen Hinterher-Effekt, dass der jetzt irgendwie so eine Art Blutung hat? Oder wie erkläre ich mir das gerade? Da kann man nochmal 13 Schadenspunkte hinterher. So, was gibt's hier? 10 Pfeile. Überspringen können wir nicht, wenn der Gegner hinter ist, ne? Ne, runter kommen wir hier auch nicht. Da unten sehen wir schon so einen komischen Oktoschlons. Kommen wir auch noch nicht an. Dürfte der Boss des Dungeons sein. Müssen wir also einen anderen Weg finden. Ja, dann räumen wir die 4 nochmal auf und dann ab an die Kiste und zurück. So, was gibt's hier noch? Nochmal Krafttränke. Es ist übrigens unglaublich, wie oft Phobia mit ihrem Bogen daneben schießt. Die hat eine gefühlte Trefferchance von 50%. Mal nachgucken, was die eigentlich hat. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. So, wir liegen bei 81 und sie bei 82. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass es Prozent sind. Kraxeln wir hier mal lang. Und lassen uns fallen. Okay. Oh, da unten ist noch einer. Den nehmen wir noch mit. Soll ja keiner vergessen werden hier. Gut, das haben wir. Dann wieder nach oben. Da unten ist eine Kiste, also biegen wir erst nach unten ab. Und Ambrosia. Ich finde, langsam müssen wir auch mal wieder aufsteigen. Wir haben schon eine ganze Menge Gegner erledigt. Bisher nicht passiert. Wieder abwärts. Komm ich eigentlich auch noch durch? Tatsächlich ja. Okay. Hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Da ist nichts mehr. Ja, ich hätte in die andere Richtung gehen müssen. Nach links wäre die Klaue gewesen, nicht nach rechts. Das Wechseln der Waffe nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Hier nochmal aufgesprengt. Und dann sind wir mit dem großen Raum durch. So, zweite Etage. Na, was haben wir hier?
mehr Krafttränke und Pfeile. Hier steht auch wieder eine ganze Menge Mist rum. Eigentlich müssten wir nicht alle Monster beseitigen, aber ich mach's trotzdem ganz gerne, um die Erfahrung mitzunehmen. Das ist nicht dein Ernst, ey. Sie haut sich selbst einen schweren Treffer rein. Großartig. Nach dem Kampf wird sie wenigstens mit einem Lebenspunkt wiederbelebt. Okay, dann heile ich mal. Wie schafft man es eigentlich, mit Pfeil und Bogen auf sich selbst zu schießen und das Ganze auch noch als schwerer Treffer? Das muss mir echt mal einer erklären. Weiter geht's. Und was gibt's hier Schönes? Pfeile. Na. Und Heiltränke. Und dann sind wir in der zweiten Etage hier auch durch. Dritte Etage. Jetzt sind wir hier unten. Hier waren wir ja schon mal. Allerdings im oberen Bereich. Dann räumen wir hier unten auf. Und endlich sind wir auch mal aufgestiegen. Pfeile. Rüberspringen können wir leider nicht. Müssen wir von der anderen Seite kommen. Macht aber nichts. Wir wollen sowieso alles aufräumen hier. Hier oben noch was? Ne, ist auch ziemlich kleiner Raum hier unten. So, bevor wir da rauflaufen, heilen wir uns nochmal und speichern zur Sicherheit auch. Na dann. Muss ich erst drücken? Okay. Wie machen wir das? Dann hol ich mal die Bomben. Und Phobia darf mit der Donneraura hoffentlich die beiden anderen Viecher beseitigen. Okay, also die Bomben sind gegen den Boss schon mal nicht gut, wie wir gerade gesehen haben. Okay, das hat zusammen gereicht mit den Bomben. Stromschock als Wasservieh? Phobias Magie ist geschwächt. Aber dann darf Lyra ihr mal Ambrosia verpulen. Und sie benutzt den Feuerfluch. Testen wir einfach mal an. Nur 31 ist Mist. So, sie ist erholt. Urnenasche, das sind auch recht komische Bezeichnungen. So, wenn die Bomben nicht gut sind, versuchen wir die Klaue. Da gab es irgendwie sowas wie Blutung, glaube ich. Sowas ähnliches haben wir ja vorhin gesehen. Und wir nehmen nochmal die Donneraura. Oh, das sieht doch nicht schlecht aus. Der widersteht, dann lassen wir das mit der Klaue. Oh, 99 hinterher, das wird wohl von der Klaue sein. Ich hoffe mal, der Effekt hält weiter an, dann nehmen wir jetzt einfach mal die Axt. Du bleibst bei der Aura. Okay, ob die was taugt oder nicht, wissen wir noch nicht. Sieht auch nicht schlecht aus. Jawohl, die 99 ticken weiter. Sag mal, willst du mit der Axt nicht treffen oder was ist schon wieder los? Das sieht auch gut aus. 6 Attacken? Wow. Ja, dann nimm mal einen Kraftzauber. Haus ja eben oder nehmen. Das war's schon. Fast 500 Erfahrungspunkte, popelige 18 Goldmünzen. Das muss der Libra-Opal sein. Ja, wir nicht. Ich habe das gleiche Symbol im Libra-Tempel auf dem Boden gesehen. Wir auch. Wenn wir uns damit auf das Symbol stellen, kommen wir zum Lebenstempel. Ja, dann haben wir noch ein Ziel. Libra-Opal. Ja, irgendwie so sah das aus. Dann latsche ich den ganzen Weg mal wieder raus hier. Jetzt dürfen wir nicht zum Schlachtfeld rüber. Dann machen wir das doch mal. Letzter Kampf, hier gibt es auch wieder neue Viecher, Schnabelauge heißen die. Die haben auch eine ganz interessante Eigenschaft. Und zwar, wenn wir mit dem ersten Schlag, den wir auf so ein Vieh draufnageln, das Teil nicht killen, dann kontert es das mit ein bisschen Gegenschaden. Hier kann man das gerade sehen, fast 50 Schaden wirft er zurück. Phobia interessiert das nicht, weil sie die mit einem Schlag kalt kriegt, wenn sie dann mal trifft. Aber wir kriegen beim ersten Angriff auf so ein Ding leider einen verbuhlt.
600 Goldmünzen gab's für das Schlachtfeld. Dann latschen wir mal zum Libra-Tempel. Da ist er. Und da mal rein da. Probieren wir das doch gleich mal aus. Ach so, erstmal noch mal in die Kiste. Pfeile finde ich gut. Ach, hier kann man ihre Pfeile auffüllen. Nehmen wir einfach mal wieder rein und rauslaufen. Dies muss die Quelle des Lebens sein. Sieht ein bisschen ausgetrocknet aus. Sie ist ausgetrocknet, jo. Unsere letzte Hoffnung ist versiegt. Ich höre etwas. Jemand muss hier sein. Dann suchen wir mal. Okay, ich hab gedacht, hier unten geht's weiter. Dann ist hier nichts. Doch. Ja, großartig. Hier geht's nicht weiter. Also oben durch den Torbogentür, wie nennen wir das? Durch den Durchgang. Der Opa wieder. Seid gegrüßt. Hier, nehmt das magische Feuerwasser und geht nach Aquaria. Da fehlt ein Kuh, oder? Feuerwasser erhalten. Was ist in der Kiste drin? Krafttränke. Gut, dann zurück nach Aquaria. Vorher werde ich aber offscreen nochmal die Pfeile und Bomben komplett auffüllen. Das ist erledigt. Dann betreten wir mit dem Feuerwasser jetzt Aquaria. Ja, läuft automatisch. Ich steuere gerade gar nicht. Was soll das eigentlich für eine Pflanze sein? Ich finde, das Ding sieht irgendwie komisch aus. Einfach nur so ein Blatt. Erlöse unsere Stadt, Feuerwasser. Großartig. Was denn? Das soll alles gewesen sein? Na toll, dann muss der Kristall des Rätsels Lösung sein. Lass uns schnell zur Eispyramide gehen. Da hätten wir es auch gleich machen können. Warum hat uns der Opa denn das scheiß Wasser gegeben? Oh Mann. Also wieder raus hier. Eislabyrinth. Da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Ich sag bis neulich.